Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge der Marsch. Wir haben jetzt das Fleisch und Wurst und kaufen. Ich glaube, ein Teil ist schon verkauft worden. Aber ich bin nicht ganz sicher, oder er ist verloren. So, kurz überlegen. Es könnte sein, dass ich was verloren habe. Aber ganz sicher bin ich mir nicht, weil ich keine sehe aktuell. Aber das macht nichts. Dann haben wir, wenn es vorverkauft wurde, dann ist gut. Und jetzt halt nochmal so mit der her. Das war meistens für den Preis nicht gut. Aber naja. Ich hatte kurz auf Pause gemacht. Normalerweise müsste ich verloren haben. Mal schauen. Unter wie viel liegt. Dann fahren wir zurück, ne? Zum Hof. Beziehungsweise wenn Schlachter dann zum Hof. Mal so, das sieht vom Geld gar nicht mehr so schlecht aus. Im Großen und Ganzen. Nur zu sehen ist da nichts, bin ich eigentlich gefahren. Ich glaube, ach, da oben liegen welche. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich habe die verloren. Was macht die denn sowas? Bäcker. Da liegen müssten eigentlich ja Schwung da sein, ne? Das wären hier 6. Ja, müssen noch mehr sein normalerweise. War ja eine ganze Reihe fast. Wir schauen mal gleich, ne? Nochmal Licht anmachen. Da liegen noch ein paar. Eine Kurve. Mir gar nicht aufgefallen. Das ist ja wieder mehr Arbeit als gedacht, ne? So, da müssten noch eigentlich. Ne, dürften alle sein normalerweise. Sollten eigentlich alle sein. Denn einer war oben drauf. 19. 21 verkauft. Wenn ich die richtige Erinnerung habe. Wahrscheinlich, ja, der Laden. Sicherung war ja da, aber da geht ja wie gesagt nicht über rüber, ne? Beim Speichern schon, aber. Gut. Hauptsache der Preis hat nicht gefallen. Denn anders können wir es auch nicht ändern. Das war ein Rest. So. Ne. Und Z. Noch einmal abkassieren. Fußballer müssen viel Geld haben. Was würde Feld 5 kosten? Nur als grobe Richtung. 585.000. Das geht. Dann wären wir hier schon mal bedeckt. So, 8. Kostet 84.000, die 9 613, die 7 372, die 10 526, die 11, die war glaube ich so ein Zaun drum gewesen. Gut, die 11 war nicht unbedingt notwendig, aber wie gesagt, die 5, 8, 9 und 7 und 10, da hätten wir schon. Hier in der Ecke alles mal gekauft oder fast alles gekauft. Da kommen wir ja nicht rüber, da wollen wir Dings bauen oder da wollen wir mal ein Jahr wieder Geld verdienen, um dann da einzusteigen. Die 16 kostet Millionen, ne? 1,4, ja, das können wir nicht leisten. Für 1,4, gut, das ist ja
Naja, gut. Na, kaum immer nicht. Ich will auch sehen, dass ich was kriege, wo man jemand was auspflanzt, ne? Am besten, dass einer was haben möchte, was ich auch haben möchte, ne? Das wäre das Optimale, ne? Dass wir erstmal die Mission abgreifen und dann die Felder entsprechend kaufen. Zurzeit können wir nichts auspflanzen. So, dann fahren wir zurück zum Hof. Fleisch haben wir keins mehr da, also das lohnt sich nicht. Und da müssten wir Holz morgen machen, ne? Also Holz wäre eine Option, ne? Morgen früh. Auch nicht mehr heute. Also morgen früh, also, naja, wenn wir anfangen, Tag über. Und dann müssen wir mit Tiere beginnen. Wir fahren jetzt mal zurück. Denn die müssen ja irgendwie Holz machen und Leerpaletten herstellen. Also das erste, was wir machen müssen. Um später welche zu haben. Einige müssen wir noch da haben. Die Produktion sind eigentlich ganz gut bedient mit Leerpaletten. Hatte ich ja noch im späten oder im frühen Sommer gemacht, bevor die Ernte losging. Als weise Voraussicht. Dünger verkaufen. Nö, will ich jetzt nicht. Was ich machen könnte, wäre Dünger rausnehmen und dann, dass die Produktion wieder arbeiten kann, ne? Dass ich mal irgendwann das Zeug dann verkaufen könnte. Wäre auch mal 500.000. Wir haben ja gleich mal die grünen, die blauen Anhänger nehmen und dann Dünger rausnehmen. Dann kriegen wir genau die Menge raus. Können wir jetzt auch tun. Werden wir auch machen, ne? Und morgen früh werden wir die Rinder und den Stall bauen. Den Stall werden wir bauen und dann die Schweine umstallen. Das werden wir auch machen. Aber erstmal sehen wir da füttern immer, ne? Den anderen beiden Stellen füttern, die Kühe müssen füttern und dann muss ein Stall gebaut werden und dann müssen die dann komplett erstmal die Ferkel in den anderen Stall. Also morgen, also nächste kommen dann viele Tiere. Also und das vielleicht am globalen Markt verkaufen, mal sehen. Denn Gärreste und Mist haben wir eigentlich schon voll. Wir müssen nur entsprechend jetzt verarbeiten bis morgen früh. Das haben wir an Dünger, an Saatgut. Saatgut. Was ist hier? Vielleicht könnten wir hier im Prinzip unsere Kale reinkippen. Wäre auch eine Option, ne? Dünger ins Lager. Erstmal. Die Kale. Probieren, ob ich das verwenden kann. Denk mal schon. Und dann können wir das da verwerten. Mischgetreide für Saatgut ist ja auch nicht ideal, ne? Ist ja eh nur als symbolisch. Man könnte auch für Mais nehmen, glaube ich. Das ist, glaube ich, dem Düngerproduktion egal. Aber wie gesagt, das ist ja so. DL ist ja so, man nimmt ja alle Weizen zu Weizen. Ne? Anders geht es ja gar nicht. Normalerweise von einem Zuchtbetrieb, der direkt züchtet, dass man noch nichts gemischt kriegt. Ne? Ich meine, für Tierproduktion ist es, glaube ich, egal. Wenn du jetzt Getreideschrot machst, dass da ein bisschen was anderes dabei ist. Aber für Mehl ist das nicht so interessant. Ne? Also wenn ich Weizenmehl haben will, dann will ich auch Weizenmehl haben, kein Gerstenmehl. Ne? Gut, wenn da drei Körner dabei sind, wird keiner merken. Ne?
Aber Roggenmehl und Weizenmehl ist ein großer Unterschied, ne? So, Dünger rein, Trikale raus. Saatgut raus. Und dann kann der über Nacht auch arbeiten, ne? Da können wir auch mal Saatgut verkaufen, einmal mal sehen. Muss ich beim nächsten Mal den globalen Markt aktivieren. Also den Server starten. Oder schon mal in der Woche mal probieren, dass ich da einen eigenen hinkriege. Sollte an sich kein Problem sein. So, Trikale. Hier haben wir auch Silage. Ja, das passt ja, ne? Mischrationen haben wir auch reichlich. Ja. Das heißt hier reichlich genug Sonnenblumen, Raps. Mehl, Tabak, das genau das wir auch noch herstellen wollen, ne? Also Pflanzenschutzmittel. Schauen wir mal, ob die Trikale jetzt da verwertet kriegen für Saatgut. Wenn nicht, werde ich es nicht verkaufen. Oder werden wir einlagern, dann verkaufen. Mal sehen, was ich für dann nehme. 60.000 war es, glaube ich, gewesen. Ja. Hatte ich mal im globalen Markt gekauft. In der Hoffnung für Malz, ne? Ja. Aber hat nicht funktioniert. Müsst aber wissen, dass normalerweise, wenn du jetzt Malz nimmst, brauchst du kein Weizen gegen Getreide zu haben. Ne? Ja, gut, okay, ist eine andere Sache. Ne? Wie Bier brauen funktioniert, das kann nur ein Braumeister sagen. So, da müsste der zweite sein. Dann haben wir keinen mehr. Bin dann gespannt, ob es klappt. Da muss ich nur umstellen, ne? Vorne. Alles gut. Das Futter funktioniert. Der füllt sich. Da kann ein bisschen arbeiten. So, da haben wir gleich mal Dings rausholen. Aber Saatgut verkaufen ist gar nicht so viel. Ich habe gar nicht viel. Obwohl. Wir haben ja jetzt nur noch das Prinzip aus Saat und Hopfen, ne? Das stellen wir ja nicht her, ne? Hopfen haben wir nur noch und dann, ja gut, die Felder, mal sehen, was die Bauern da so einpflanzen, ne? Hopfen wird gescheites, ne? Ein paar Rüben brauche ich ja auch für Zucker, ne? Aber dann müssen wir eine Fabrik bauen, ne? Oder aufstellen, sagen wir so. Eine Fabrik platzieren, ne? Kann ohne Brille besser sehen. Ist ein bisschen komisch. Wenn man einen Doktor fragen, was los ist, einen Sehtest machen, wird er hier eine neue Brille braucht. Oh, gut. Jetzt kann er heute Nacht ein bisschen arbeiten. Das werden wir mal einlagern. Dann haben wir mal ein Saatgut für die nächste Saison zur Verfügung. Und irgendwann werden wir das machen mit dem globalen Markt. Und Saatgut kann ich natürlich auch herstellen, ne? Doch abgesehen davon. Weil Dünger. Dünger kann ich natürlich auch herstellen und Saatgut sicherlich auch. Das muss ich jetzt hier nicht extra mit dem globalen Markt machen. Ja, nur eine Option, ne? So, nächste. Ja, ich wünsche allen einen schönen Sonntag.
einen schönen Restsonntag, ne? Ist ja nur noch ein Rest. Aber anfangs habe ich vergessen. Entschuldigung dafür. So, das wäre das, das. Die beiden sind leer. Ja, Dünger können wir jetzt auch reinfahren. Aber. Muss man nur gucken. Schon mal Futter vorbereiten für die Tiere. Das ist so eine Powerleistung hier. Der Kippe 800 oder ist das der große? Der passt nie rein. Ha! Müsste repariert werden. Dann kann man gleich reparieren. Der passt nicht in der Halle rein. Der 800 passt genau rein. 800 passt genau rein. Der ist zu hoch. Dann werden wir gleich mal volltacken und reparieren. Das müssen wir mal fertig kriegen, ne? Dass er halbwegs geräumt ist. Und dann haben wir heute auch wieder den Soll geschafft. Mann, früher habe ich 14 Folgen gemacht. Das ist ja pro Karte. Und dann habe ich noch 70 so die eine Folge gemacht. Oh. Das heißt 5 Folgen am Stück am Tag. Dann war ich Freitag voll ausgelastet und Samstag auch. So, alles repariert? Nö. Man muss vorher starten. So, waschen. Das ist irreführend. Wenn er jetzt repariert und du startest den Motor nicht, ist das nicht sichtbar. Ist mir noch nie so aufgefallen. Heute das erste Mal. Ja, liebe Tor, das soll es denn für heute gewesen sein. Auch für die Woche für mich. Ich wünsche allen einen schönen Rest Sonntag. Ja. Wenn ihr Lust und Laune habt, würde mich freuen, wenn ihr Montag wieder da seid. Und tschüss. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.